Ich weiß, dass das Volk frei sein will. Und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Ich könnte fortfahren, doch das würde Tage dauern, so vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seiner annehmen. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird das ablaufen. Erst fesseln wir dich, dann bring dich in deine Zellen. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeklagt des Mordversuchs am guten alten Georgie. Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Hast ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir? Und sobald das erledigt ist, nun dann. Diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das warst du. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, worum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Ja. Ja. Ah. Ja, das ist scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Ach, Menschenskinder. So, was geht jetzt ab? Ah, wie sie es gesagt haben. Hoch, hoch mit dir! Ich sag dir, steh auf! Aha. Gut. Verrückte. Hallo, Corner. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hm? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Hayford sorgen dafür. Du warst das direkt an den Geilen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Klare Ansage, was? Okay. Kameraeinstellung ist ein bisschen merkwürdig. Achso, ich muss einfach nur gehen. Uiuiui. Irgendwie witzig hier. Was macht der da oben? Wer war das? Mhm. Ist ganz schick gemacht. Hier ist noch gleich der eine Film, an den mich das gerade voll erinnert. Ach, weiß ich jetzt nicht mehr.
Aha. Die uns reichen, wenn wir uns. Vergesst nicht, ihr müsst Hitler stoppen. Er ist an. Hoch mit dir. Wir wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Du musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Georgie Boy. Jetzt weißt du, was du dabei hast. Auch nicht schlecht. Holzer und sonst nichts. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unbekannt. Die Leiche gerade im Hintergrund. Plopp. Zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuhören. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Ach du Scheiße, okay. Ich hab gerade nicht kapiert, was hier abging. Okay. Washingtons Leibwache muss überleben. Auch nicht schlecht. Geil, so eine Zeitlupe. Ach ja, lauft mir in den Weg rum. Zack! Jawohl, ja. Tja, Ansage hat sich erfüllt, was? Er ist gestorben. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Oh, shit happens. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was sind Prinzipien überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf. Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden.
Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Oh ja. Er war nicht alleine. Neue Mehrspielerbelohnung freigeschaltet, okay. Ja, ich will wieder mein Dings hier haben. Neue Spezialmontur verfügbar. Da gucke ich gleich auch mal rein. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ja. Ist das ein Kompliment? Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein... Beeindruckend. Ja. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ja, total bescheiden sind wir. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn man zappelt, schlägt Charles Lee zu, okay, okay. Dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Okay, rein da. Wir müssen alle zusammenhalten. Benjamin Franklin. Wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst die Unabhängigkeitserklärung. Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Sequenz 8 ist beendet. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Sequenzen es gibt. Ich glaube immer sind es 12 oder so. Naja, aber wenn ich erst mit 30% oder so Fortschritt habe, kann es das noch nicht ganz gewesen sein. Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Brasilien, na, warum nicht? Ist doch schön. Ja, dann machen wir. Gehen wir mal durch Brasilien. Durch die Straßen Brasiliens. U-Bahn. Oh, ich werde schon gesucht. Nett. Warum werde ich schon gesucht in Brasilien? Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich ruf zurück, wenn ich oben bin. Boah, die können fliegen. Magisch. So. Jetzt werden die hier alle informiert, dass die nach mir Ausschau halten sollen. Kranker Scheiß. Wie er zwei Stufen auf einmal nimmt. Das sieht voll komisch aus. Okay. So, wohin müssen wir denn überhaupt? Tickets wollen wir ja nicht. Wir wollen ja weg hier, ne? Doch. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Oh. Oh, nett. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Ach, Stadion ist das? Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach ein. Ja, auch gut. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen.